Wenn du 11 Dschungelkandidaten vorstellen musst, braucht man Zeit. Ging auch bei anderen in 5 Minuten. Die haben das nicht so liebevoll gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen, kennt ihr Anatomie von damals mit, wer war das denn? War das Franka Potente? Ich weiß es gar nicht. Die dann da irgendwelche Menschenversuche an der Uni aufgedeckt hat, weil sie in irgendwelchen Gläsern irgendwelche Organe gefunden hat. So sieht das für mich gerade aus. Hallo, ihr wundervollen Menschen. Es ist mal wieder Vegan-Box-Zeit. Ich habe sie gestern an der DHL-Packstation abgeholt, habe sie allerdings noch nicht aufgemacht, weil ich das zusammen mit euch machen wollte. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Guck mal, was drin ist und was lecker aussieht, wird auch gleich verschnabuliert. Einmal vorne aufmachen. Zack, so. Hier ist einmal wieder der Zettel dabei, wo drauf steht, was denn alles drin ist, was es normalerweise kosten würde. Aber das legen wir jetzt einmal zur Seite, weil wir wollen uns hier überraschen lassen und vielleicht können wir auch das ein oder andere Produkt sogar schon selbst erkennen. Manchmal ist das gar nicht so einfach. In dem Fall ist es aber einfach. Ich habe einmal gefunden die Reispops von Heimatgut. Heimatgut, die waren bei hier Dingens, ne? Höhle der Löwen, genau. Die haben da nämlich diese Wirsing-Chips sind die damals aufgetreten. Die hatten irgendwie die Idee, Wirsingblätter quasi einfach zu trocknen und zu würzen. Und es hat total lecker geschmeckt. Und jetzt haben sie viele verschiedene Sachen. Rustic Roma kenne ich jetzt noch gar nicht, hört sich aber nach Italien an. Und es ist, ja genau, ist auch mit Tomate. Ja, testen. Ja. Mal gucken, die Rustic, die sind viel dicker als die normalen, oder? Also ich kenne die eigentlich einen Tacken dünner. Die sind lecker. Lecco Mio. Die sind echt gut. Und ich habe heute sogar gelesen, dass Reiswaffeln wohl in diese Low-Carb-Ernährung reinpassen. Also man soll wohl dieses Brot, was ja relativ viel Kohlenhydrate hat, soll man ersetzen und kann dafür Reiswaffeln nehmen. Und die sind echt lecker. Da brauchst du ja gar nichts drauf. Und Kakao. Sehen nur wie andere Reiswaffeln ein bisschen trocken, deswegen kaut man da ein bisschen länger. Ich dachte eben, das wäre Hundefutter. Guzinos Gemüsesnack. Das sieht echt aus wie diese Hundesticks. Guck mal. Aber es steht auch extra drauf 100% Veggie. Na gut, wenn es in der Veganbox ist, wäre sowieso, aber naja, man wird dann schon mal so ein bisschen kritisch, wenn das aussieht wie so ein kleiner Snack. Okay, ausgepackt nicht mehr. Bisschen trocken. Was schmecke ich denn da so extrem raus? Was ist das denn hier? Irgendwas ist ganz penetrant. Hier die Aubergine, glaube ich. Aber doch, so zum Fernsehen gucken, zum Dschungelcamp, meine lieben Freunde, morgen Abend, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich guck's mir an. Deine Tagesration Nüsse. Knackige ganze Levantine-Haselnüsse im Gewürzmantel mit Chai und Bourbon-Vanille. Okay. Jetzt kann man hier alles schön nebenher snacken, ne? Mit Chai und Bourbon-Vanille, das finde ich gerade so ein bisschen eklig. Wobei, ich habe eine Bodylotion, da steht auch drauf Chai und Vanille. Wow, das sind Kügelchen. So sehen sie aus. Hat sowas vom Hasenköttel. Mir fällt gerade ein, ich habe ja gerade vorgelesen, es sind ja Nüsse. Ist naheliegend. Na, geht aber. Das schmeckt noch total nach Weihnachten. Eigentlich lecker. Doch, ist gut. Gott, Überforderung. Das kann ich jetzt nicht so essen. Das ist Hanfmehl. Sowas gibt's? Crazy. Ideal zum Kochen, Backen und als Zutat für in Smoothies. Die hatten das letzte Mal auch von DM Bio, hatten sie Kokosmehl dabei. Das hatte ich ausprobiert, das war sehr lecker. Aber Hanfmehl, das sieht doch von der Farbe her so ein bisschen aus wie Sandstrand, ehrlich gesagt. Okay, es wird getestet. Kann ich jetzt auch nicht testen, aber ja, Müsli to go. Wobei, das ist in der Vegan-Box und es ist Schoko drauf. Es muss ja dann rein theoretisch vegane Schokolade. Ist es auch, okay. Cool.
Nur schön für morgens. Ist eigentlich total. Ich finde das immer so Umweltschweinerei, ne? Wenn man so ein Teil dann hat und schmeißt es dann danach weg. Aber es ist schon praktisch, das Zeug. Und es ist auch immer so lecker, weil so viele verschiedene Sachen drin sind. Hier ist jetzt zum Beispiel Cranberries sind das, glaube ich. Und Schoko und Leinsamen und so weiter. Da. Yummy, yummy. Habt ihr das gewusst? Ich wusste es. Ich muss ja mal angeben, ich wusste es. Dass die Manna-Waffeln vegan sind, wusste ich seit, ich glaube, 2 Jahren oder so. Ich war nämlich mal in Wien und da war das im großen Shop in vielen verschiedenen Größen und da stand auch ganz groß dran vegan. Und ich dachte erst so, nee, eigentlich nicht wegen Schoki und so. Aber nee, das ist wirklich auch ein veganes Produkt und es schmeckt so lecker. Wie die Oreos zum Beispiel auch. Die sind auch lecker und die sind auch vegan. Das sind auch nicht viele. So viel dazu. Was haben wir hier? Das ist immer das, was die Boxen so schwer macht. Hafermandelmilch. Also ich kenne Hafermilch und ich kenne Mandelmilch, aber Hafermandelmilch kannte ich jetzt noch nicht. Kann ich mir dann aber in dieses Müsli kippen, was da gerade drin war? Nur im Kaffee. Ich weiß nicht, wer von euch lebt denn vegan und hat schon eine Alternative zu Kaffeemilch gefunden? Also zu dieser Haarmilch, die man in den Kaffee tut. Ich nicht. Ich finde, das schmeckt so furchtbar, wenn man sich irgendwie... Was hier, Kokosmilch ist, kann sie gar nicht probieren. Aber diese Hafermilch und Mandelmilch im Kaffee, mir schmeckt das einfach nicht. Also das ist wirklich so... Bleh. Nee, kriege ich nicht runter. Also da bin ich noch auf der Suche nach irgendwelche Cashewmilch. Habe ich auch schon probiert. Nee. Das sieht aber spannend aus. Was ist das denn? Naturally High. Fast zum Hanfmehl. Moringa Vital. Moringa. Ich war mal auf einer Ernährungsmesse. Und da war auch ein Stand so von wegen Moringa. Das ist auch irgendwie ein Baum, ne? Oder irgendwie so ein Samen und so. Und die haben dann da diese Samen verteilt und meinen so, ja, da kriegst du voll die Power und so. Und du hast dann quasi einen ganzen Baum gegessen. Wobei ich mir dachte, so erstrebenswert ist es doch jetzt auch nicht. Aber ja, Erfrischungsgetränk aus frisch gebrühtem Moringa-Tee. Wir werden mal einen Baum trinken, wa? Ich will nicht. Ich hatte recht, dass ich nicht wollte. Blah. Huiuiui. Es schmeckt nach nichts mit einer Prise. Blah. Nee, also es ist ja wirklich, es ist jetzt meine subjektive Meinung, ne? Es ist die Geschmackssache, aber blah. Da steht jetzt Upgrade Your Life. Nee, so dann doch nicht, danke. Nee, wobei ich glaube, wenn ihr grünen Tee gerne trinkt, dann würdet ihr das, dann wird euch das schmecken bestimmt. Aber ich trinke auch nicht gerne grünen Tee, von daher hat sich's gerade. Haha, noch eine Packung. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Gläsern ich jetzt zu Hause habe. Ich habe eine im Kühlschrank, ich habe eine auf der Heizung im Badezimmer und ich habe eine, ich sag mal, vom Schminkschrein. Ich habe so einen Schrank und da habe ich meinen ganzen Schminkkram drin und da ist auch eine drin. Also Kokosöl kann man wohl auch zum Braten nehmen, zum Backen und so weiter. Ich nehme es ehrlich gesagt nur zur Körperpflege. Entweder tue ich mir ein bisschen in die Badewanne rein oder ich nehme das als Lipgloss oder als Bodylotion. Also das ist so ein Universalding. Und wenn ich mir irgendwo das Knie aufgeschraubt habe, dann schmiere ich das auch drauf, dann hilft es auch. Also das Zeug ist wegen, man kann nie genug davon haben, ich sage es euch. So, ist viel drin, ne? Und es ist irgendwie immer jedes Mal gleich viel drin, aber ich denke jedes Mal, wow. Ja, das ist so... Quinoa to go, Tomate, Pastinake. Quinoa habe ich letzte Woche relativ viel gemacht. Ich finde das ganz lecker. Und da schüttet man wohl nur das heiße Wasser drauf, oder? Bestimmt. Und dann ist das fertig für den Mittag. So. Für jemanden, der wie ich überhaupt nicht kochen kann, ist sowas natürlich hier der Himmel auf Erden. Was ist das denn? Ist das aufgegangen? Nee. Was ist das? Proteinbackstube. Ach, Schande. Proteinbackstufe, Bio-Eiweißbrot. Hatte ich nicht vorhin vom Brot erzählt, dass das irgendwie nicht Low Carb ist? Es gibt nämlich, genau, es gibt nämlich Eiweißbrote und die sind dann wieder Low Carb. Und das ist anscheinend so eine Mischung. Also kannst du dir dein eigenes Brot machen und kannst dann deine Low Carb-Diät frönen. Ja, ist jetzt relativ unkompliziert. Ich finde, das Schönste am Brot selber backen ist immer der Geruch in der Küche dann. Obwohl, wie gesagt, ich kann eigentlich überhaupt nicht kochen, aber das kriege ich noch hin. Mischung zusammen, Wasser rein, Ofen an, fertig, super. Und das letzte, Tempeh Red Smoke Chili Peppers. Das verwirrt mich jetzt, weil hier auf der, ne, Chili Peppers, Paprika, Chili und Knoblauchzehe soll das sein, aber hier drinne. Aber wahrscheinlich müsste ich dazu wissen, was Tempeh ist. Und das ist jetzt wahrscheinlich wieder eine Wissenslücke, weil ich habe es schon total oft gelesen. Aber ich habe es noch nie gegessen. Aber anscheinend ist Tempeh eben... Ach, guck mal. Tempeh ist eine traditionelle Spezialität für die gesunde Küche. Aha. Zubereitungstipp. In Scheiben schneiden. Fertig aufs Brot. Ah, das soll man roh essen? Das erinnert mich so ein bisschen... Kennt ihr Anatomie?
von damals mit, wer war das denn? War das Franka Potente? Ich weiß es gar nicht. Die dann da irgendwelche Menschenversuche an der Uni aufgedeckt hat, weil sie in irgendwelchen Gläsern irgendwelche Organe gefunden hat. So sieht das für mich gerade aus. Aber vielleicht schmeckt es ja lecker. Ich werde es probieren. Oh Gott. So. Ja, das war die Vegan-Box für den Monat Januar. Wie gesagt, die ist jetzt gestern bei uns gekommen. Ich denke mal, die werden alle so mit plus ein, zwei Tage jetzt ausgeliefert. Und ja, vielleicht habt ihr euch die Vegan-Box ja auch bestellt. Vielleicht möchtet ihr mir auch sagen, was ihr von der Vegan-Box haltet. Ich finde die total toll immer. Und wie gesagt, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Und ich will da jetzt nichts irgendwie groß hochloben oder so. Aber ich finde wirklich, es sind schöne Produkte. Und auch wenn man nicht vegan lebt, macht es immer wieder Spaß zu gucken, was die Veganer denn da so essen. Und dass das ja eigentlich auch doch ganz lecker ist. Ne? Also von daher, guten Appetit, habt einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.